Hallo. Hallo, kannst du mir helfen? Hallo. Kommt drauf an. Was brauchst du denn? Naja, ich war am Sabak-Tisch ein bisschen zu gierig. Ich brauche nur ein Schiff nach Hause. Ich bin fertig mit Kijimi. Hab eine Zugangskarte zu verkaufen, wenn du willst. Was hab ich davon? Mit der Zugangskarte gelangst du an einen exklusiven Sabak-Tisch. Die höchsten Einsätze auf Kijimi. Na, wie wär's? Na gut, ich nehme dir die Karte ab. Oh, danke. Ich bin so erleichtert. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich einlässt. Ich bin mir sicher, ich komme zurecht. Der Tisch gehört einem Mitglied des Ashiga-Clans. Mit dem solltest du dich gut stellen. Okay, da bist du ja. Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass Ankh überlebt. Chuchama, gut wär's, hä? Fatima Buska! Dann fiel mir auf, dass ich gar nicht weiß, was du von der Sache hast. Ich könnte dir erzählen, dass ich als junge Diebin auf Corellia aufwuchs und dieselbe Tyrannei erlebte wie jetzt hier. Aber in der Geschichte gibt's kein Geld. Die Königin hat Kijimi dem Imperium überlassen. Da ist kein Platz für irgendjemanden sonst. Ich helfe Krisk, den Schwarm zu retten. Und sie lässt Crimson Dawn Fuß fassen. Eine Wette. Und ich setze auf Krisk. Und alle gewinnen. Nicht wahr? Kuta Queen. Kaba para Jijitinka para Horko Kagwa. Punusa Simpokit. Jutpola Dunja Yuna and Blasto no Lia Jabaka. Ja Queen Nefensi Pulisa ona Ja Andopa Tipo Haba. Ich schalte es aus. Verstanden. Tago Ubisa. Eine gute Übung für deinen kleinen Raubzug. Chuba, mabatas du Jay. Ota chikta tinka miki yuno. Sagt Jaylen liebe Grüße. Diese? Na komm, Nix. Eine lange Kletterpartie. Andy 5, glaubst du, es ist ein Fehler, dass Krisk Geschäfte mit Crimson Dawn macht? Im Gegensatz zur Königin, die Geschäfte mit dem Imperium macht. Ja,
Die Ashiga scheinen in beiden Fällen ihre Freiheit aufzugeben. Ja, und Chris scheint fälschlicherweise zu glauben, dass sie die Kontrolle hat. Wie kommst du voran? Ich bin noch immer in dieser Höhle unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Wir müssen die Geschütze ausschalten oder der Schwarm hat keine Zukunft. Gut, also kein Druck. Also, Andy, diese Sache mit dem Schwarm, wie funktioniert das? Der Schwarm ist das Fundament der Melito-Kultur. Alle gehorchen der Königin und stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Oh, bin ich? Ja. Dachtest du, die Königin kontrolliert sie telepathisch? Was? Nein, natürlich nicht. Als wäre die Wand gleich da oben. Noch ein Stück. Willst du das haben, Nix? Nix, schnapp dir das. Guter Junge. Als wäre die Wand gleich da oben. Nur noch ein Stück.
Halt das. Ganz leise. Die Wand sein. Bringen wir den Sprengstoff an. Detonator platziert. Danger, mit dem Baller das Sief. No, Peach Gunner, Saruba, no, Papa, Tisa, Bani. Okay, das war die Wand. Dieser Sprengstoff ist ganz schön stark. Sentinel. Das hat funktioniert. Halt das für mich offen. Okay, das muss die Wand sein. Bringen wir den Sprengstoff an. Detonator platziert. Danger, mit dem Baller das Sief. No, Peach Gunner, Saruba, no, Papa, Tisa, Bani. Okay, das war die Wand. Dieser Sprengstoff ist ganz schön stark. Send to Gun, Tatagua. Rufe dich, Ankh. Ist der Weg frei? Ja. Da, Joker. Ist frei. Dann rücken wir vor. Du schaltest die Geschütze aus. Alles klar, Nix. Schön leise jetzt. Kein Alarm auslösen. Krisk, ich bin drin. Jetzt muss ich nur noch die Konsole finden. Gut, wir nähern uns dem Hof. Wenn die Geschütze ausgeschaltet sind, erobern wir den Thron. Wir gehen jetzt. Nix, das Terminal. Was ist los? Geh nicht darauf und kämpfen. Befehl der Königin. Unser Posten muss besetzt bleiben. Tja, wir müssen bereit sein. Sie könnten jeden Moment hier runterkommen.
Hast du was, Kleiner? Tee kaputt. Eine Energiebarriere. Es muss einen Weg geben, sie auszuschalten. Auf das Knöpfchen da. Siehst du was? Ist jemand in der Nähe? Ganz leise. Das sollte reichen. Und jetzt noch die Konsole hacken. Chris, die Geschütze sind aus. Dann rücken wir durch den Hof vor und besetzen den Thronsaal. Ja, gut. Und ich verzieh mich dann mal. Funky, was hat Kado Kids? Lass mich raten. Du sprengst ein Loch in die Wand. Ja, aber wir haben uns geschadet. Atima Okada, Mino Wanda Okada. Ist gut, bin auf dem Weg. Hier sitzt du fest. Wir können uns... Sie lassen einfach nicht nach. Wir sind festgenagelt. Aus.
Sie lassen nicht locker! Ich dachte, das Leben ist zu kurz für lange Zündschnüre. Nutis nova apata chupuno. So apata mucha ja esiga andova. Kirsa horko govos cheje. Bata jilventa hilta kid. Ubanaga je? Tissa kama. Na gut, na gut. Zeig mir einfach, wo ich hin soll. Das ist der Urstrang. Was wollte Crimson Dawn überhaupt damit? Songjin, Kanago, Kusakapata Tin, Lorda Dahiv. Ich meine, im Augenblick halte ich es. Haha, Nomaje, Obanobata Nagasu.
Uwe Numa. Uwe wird ein ganzer Shooter Chea Mut mehr, okay? Oh, danke. Tata und Opa auf Jakin Kaupa. Wir geben uns Mühe. Eneki, Chinagatan Punodisk. Dann bist du dabei? Weo Gigi da Horko. O Puno Satitoki. Hey, ND5. Anke ist bei mir. Gibt es ein Problem? Ich hab nicht damit gerechnet, dass Kira sowas durchzieht. Kira hat einen Bandenkrieg gestartet, um ihre Rivalen gegeneinander auszuspielen. So läuft das, wenn man die Macht ergreift, Kay. Dank Varric. Syndikate, Imps, sogar die Rebellen. Sie alle... Nutzen Leute aus? Es ist, als könnten sie gar nicht anders. Ja. Tu, was nötig ist, um mit Ankh rauszukommen. Aber verlass dich nicht auf Kira. Da ist er. Du hältst den Grundstein für tausende Generationen in deiner Hand. Alles von unseren Ahnen geplant. Und sobald du nicht mehr im Weg bist, hat der Stamm endlich eine Zukunft, Mutter. Undankbares Kind. Crimson Dawn hat dich gegen die Deinen aufgehetzt. Sie vernichten unseren Clan und lassen dir die Trümmer. Unsere Zukunft endet mit mir. Nein, das ist dein Werk. Du hast diesen Weg gewählt und unsere Zukunft an die des Imperiums gebunden. Ich diene niemandem und du lässt mir keine Wahl. Der Urstrang. Tut mir leid, Krisk. Crimson Dawn hat dich von Anfang an nur benutzt. Wir alle sind der Schwarm. Auch du. Lass die Waffe fallen, Tochter. Nicht! Ging mir nix. Ich weiß, die Sache lief aus dem Ruder. Es war nie die Rede von einer Hinrichtung. Und was dachtest du, wie es enden würde? Das gehört eben dazu. Es spielt keine Rolle, oder? Es ging nur darum, den Schwarm zu schwächen und gegeneinander auszuspielen. Die Galaxis ist kein Spielplatz, Kay. Sie ist ein Gefängnis. Und wenn wir Freiheit wollen, müssen wir ein paar schwere Entscheidungen treffen. Geht es um Freiheit für Leute wie mich? Oder nur darum, wer den Schlüssel hat? Ich war mal wie du, aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich weiß, wer in der Galaxis die Fäden zieht. Du denkst, was heute geschehen ist, wäre unwichtig. Aber nach dem Krieg wirst du verstehen, dass wir den Käfig geöffnet haben. Dann spürst du, wie sich echte Freiheit anfühlt. Du bist wertvoll für diesen Kampf, Kay. Du erkennst es bloß noch nicht. Pass auf dich auf. Viel Glück. Für dich sind einige Sachen hier angekommen, Kay. Alles klar. Königin Ashiga hat uns ein Geschenk geschickt. Das ist ja nett. Ich mag diese königlichen Sitten. Schau an, es geht wirklich aufwärts. Nur zur Information, ein Crimson Dawn-Agent hat mir 40.000 Kredits geboten, wenn ich dich verrate. Du hast abgelehnt, oder? ND5? Ich hab nicht geglaubt, dass er so viel Geld hat.